Freunde, heute steht was Feines auf dem Programm. Das sind leckere Hügel gefüllt mit Hackfleisch und Kartoffeln. Die Kartoffeln und Zwiebeln sind so schön zergangen und also man kann wirklich nicht genug davon bekommen. Hier habe ich das Mehl, kalte Butter und ich setze die grobe Reibe hier ins Mehl hinein, nehme mir immer etwas Mehl und reibe das durch. Und das Ganze gut miteinander vermengen. Sodele. Und nun habe ich hier Schmand. Hier gebe ich einen gut gehäuften Teelöffel Salz. Und wir brauchen Backpulver, nämlich einen Teelöffel und noch einen halben. So, das Ganze gut verrühren. Das gebe ich hier schon mal drauf, hier am besten so in die Mitte. So. Und nun brauchen wir drei Eier. Von dem einen Ei werde ich hier das Eigelb rausfischen. Das brauchen wir später zum Bestreichen. Das kommt hier drauf. So, perfekt. Und nun mache ich daraus einen schönen Teig. Am besten erstmal so mit dem Löffel. Und später mit dem Mixer oder mit den Händen gut verrühren. Der Teig muss nun für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. In der Zeit mache ich die Füllung. Dafür habe ich hier Hackfleisch. Ich habe Rinderhackfleisch. Ich gebe dazu Kartoffeln, die ich in kleine Würfel geschnitten habe. Sehr kleine Würfel. Das ist jetzt wichtig. Schaut mal, geschält und wirklich klitzeklein. Und dann habe ich hier Zwiebeln in kleine Würfel geschnitten, die kommen dazu. Und wir brauchen Knoblauch. Ich habe hier zwei große Knoblauchzehen, die kommen hier drauf. Wir salzen das Ganze. So. Und Pfeffer. Ordentliche Menge Pfeffer. Jetzt noch Petersilie dazu und das Ganze gut miteinander vermengen. Ich hole den Teig raus, schneide ihn in der Mitte durch. So. Die eine Hälfte kann noch mal in den Kühlschrank und die andere Hälfte bleibt schon mal hier auf dem Backpapier. Ich drücke das schon mal auseinander und dann mit der Rolle schön gleichmäßig verteilen. Schön, da klebt nicht der Teig, perfekt, schön angenehm. Man nimmt dann eine Schüssel oder hier habe ich ein schönen Becher. Dann schaut mal dann am besten, ne? Wie passt es denn rein, wie oft und so. Kann man so leicht andrücken. Perfektiko. Jetzt befülle ich das mit unserer leckeren Füllung und auch schön andrücken. So, und das kommt jetzt hier drauf. So, hopp. Perfekt. Und so weiter. Der Backofen heizt schon vor auf 190 Grad Ober- und Unterhitze. Hopp. Das macht Spaß. Das hat jetzt echt perfekt gepasst. Super. Jetzt habe ich hier wieder ein Backpapier. Der übrige Teig, mit dem machen wir das Gleiche. Schön auseinanderziehen. Schon mal in Form bringen und dann mit der Rolle ausrollen. Etwas größer wie das andere, also wirklich bis an den Rand. So ist es fein. Perfektiko. Nun kommt das Blech hierher und ich lege das umgedreht vorsichtig hier drauf. Backpapier ablösen. Und nun schaut mal, wie toll. Wunderbar.
drücke ich das zusammen, die beiden Teige. Vorsichtig hier runter, dass es nicht reicht, das reißt, deswegen etwas sachte dran gehen. Das zurückgelegte Eigelb wird verquillt und wir bestreichen damit unsere Hügel. Liebt ihr Sesam? Ich auch. Da machen wir Sesam drauf. Oh, lecker! Habt ihr irgendwo in den Tiefen eures Gewürzschrankes auch Schwarzkümmel? Dann auch ein bisschen drauf. Oh mein Gott, ist das schön. So, und jetzt kann es in den Backofen. Meine Lieben, 40 Minuten im Backofen und schon ist das Ganze fertig. Oh, der Duft hier im ganzen Haus. Berauschend ist das. Ja. Auf jeden Fall sollte man das ordentlich abkühlen lassen, denn es ist richtig heiß von innen. Und wirklich so lecker dieser Teig, der zergeht auf der Zunge, das Hackfleisch, die Kartoffeln zergehen auch und Zwiebeln, oh lecker. Freunde, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr es gerne in den sozialen Medien teilen. Und das würde mir nämlich sehr, sehr helfen, dass mein Kanal schön weiter wächst. Schaut mal, wir gucken mal, wie es von innen aussieht. Oh, lecker. Ich freue mich über eure Likes, über eure Kommentare und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann bitte abonnieren. Vielen Dank und bis bald, eure Xenia.